Zwei echte Kämpfer wurden beim Eishockeymatch in Amstetten begrüßt. Nick und Christian Jurek sind durch ihre Geschwister mit dem Verein der Wölfe verbunden. Dieses Match der Wölfe gegen die Mödling Dragons wurde als Benefizspiel für die Jurek-Brüder veranstaltet. Wir benötigen einen Treppenlift für zu Hause, um uns barrierefrei im ganzen Haus bewegen zu können und auch wetterunabhängig bewegen zu können. Und darum wird jetzt gesammelt. Mir hat das meine Frau erzählt, ich kenne die Burschen schon sehr, sehr lange, ca. 20 Jahre. Und ich habe gesagt, hey Markus, weißt du, dass die das brauchen? Und ich habe gesagt, nein, noch nicht. Aber da kommt man ja wieder was organisieren im Verein. Eine große Anzahl an Helfern und eine volle Tribüne zeigten die Verbundenheit der Fans mit dem Anliegen der Mannschaft. Also die Einnahmen an sich machen wir mit Tombola-Preise, also Tombola-Verlosung mit Preise, freiwillige Spenden beim Eingang. Der komplette Umsatz von Getränke, von Speisen, das spenden alles dann die Jungs. Ich muss sagen, meine Brüder und meine Schwester hat schon Eishockey gespielt in Amstetten und ich bin natürlich im Herzen immer Amstettner geblieben. Und das ist natürlich wunderbar, dass uns da die Amstettner Wölfe jetzt unterstützen und ich hoffe, dass wir doch ein beträchtliches Sümmchen zusammenkriegen. Die Begegnung verlief ganz so, wie es die Fans im ersten Heimmatch der Wölfe gesehen hatten. Schon 4 Treffer im ersten Drittel demoralisierten die Dragons von Beginn an. Das Match spielte sich fast nur vor dem Mödlinger Tor ab. Bei einem Endergebnis von 7:0 für die Wölfe könnte man eigentlich zufrieden sein. Aber der ehrgeizige Trainer verlangt mehr. Ja, also ganz klar sieht man im Kombinationsspiel, dass es noch ein bisschen stockt, ja, dass der ein oder andere Pass nicht genau kommt, ja, dass die Bewegungen und die Abläufe nicht zu 100% passen. Aber zum großen Teil passt es, ja, Gott sei Dank, ja, weil wir doch aus der Mannschaft schon, ich glaube, über 10 Jahre mit dem Großteil so spielen und jetzt halt versuchen, junge Spieler einzubauen. Und deshalb wird der Fokus im Training sicher sein, dass die Bewegungsabläufe und die Pässe wieder genauer werden, präziser werden, damit wir halt da einen besseren Spielfluss zusammenbringen. Die Tombola-Lose waren übrigens ausverkauft. Ein toller Erfolg für den guten Zweck und für den Sport.